Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier. Garage. Fahren in Richtung Feld Nummer 51. Man muss ihn düngen. Das ist eine Missionsaufgabe. Ein bisschen Kleingeld verdienen. Mitnehmen so, ne? Und morgen beginnt dann die Ernte. Und dann möchte ich alle Missionen abgeschlossen haben. Nach Möglichkeit. Also morgen Endgame, ne? Das heißt, die Woche darauf. Sobald die Missionen erledigt sind, werden wir sofort auf 5 gehen. Können wir eigentlich schon machen normalerweise. Denk mal, die Zeit ist. Ne, 15 nicht. 5. 15 ist doch ein bisschen zu schnell. Dann wird die Zeit doch nicht machbar. So, jetzt hier die Straße hoch. Über den auf den Deich und dann rechts. Ne? Ich weiß zwar nicht genau die Funktion der Deiche, weil die haben ja, naja, keine Verbindung zum Meer, beziehungsweise, ne, sind irgendwie löchrig, ne, in dem Sinne, ne. Aber das ist ja eh, wenn man nicht ganz so, muss man nicht so genau nehmen. So, mal gucken auf die Karte und schau mal, 50, 51 ist ja geradeaus, oh je. Weit weg. Der Dünger wird reichen. Ja, ich steuere direkt mit der Augen, ne? Zwar, wenn ich der nicht gerade am Weg ist, ne? So, links geht und rechts. Bin schwieriger, naja, gut. Es reicht, also dadurch ja der Blick zum Eye-Tracking ist ein bisschen. Wir brauchen zur Zeit. So, links, rechts. Glaube ich egal, ne? Und fahren wir rechts. Und dann links. Und Gas geben. Polizei. Ha! Ja, ja, los Gas geben, ne? Aber der macht bloß 50 km/h, so ist das nicht, ne? Da haben wir Glück. Die Polizei ist eh schon beschäftigt mit den ganzen Corona-Fällen hier, ne? Die mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind. Ich auch nicht. Leo in Österreich und daher trifft man nicht ganz so genau, aber was mir betrifft, ich kann nicht nach Hause fahren. Beziehungsweise wenn ich fahren würde, dann müsste ich 14 Tage Quarantäne, aber so lange bleibe ich ja gar nicht. Da sind wir auf 51. Muss die 51 sein normalerweise. So. Ah, das Thema beschäftigen wir nachher, wenn es weit ist. Und zwar rein theoretisch am Mai, Juni, Juli wollte ich fahren. So ist das die 51, ja. Im Juli wollte ich fahren. Für eine Woche normalerweise. Draußen so grau aus, kommt wieder Regen. Wir brauchen dringend Regen, ne? Hier auf dem Marsch auch, aber nicht zur Ernte. Also Ernte wäre ungünstig. Ja, dann muss schon 50 nehmen, ne? Dann wird das nichts. Wo die 51. Der Rechner meldet sich, kocht ein bisschen. So. Schauen wir durch. Da kommen wir nicht hin. 58 ist zu 70%, Feld 60 zu 32. 63 ist noch keiner. Feld 8, glaube ich, ging nicht. 52 ist bei. 50 ist auch bei. Und 51 machen wir gerade. Okay. Jetzt mal gut überlegen. Was können wir noch machen? Das können wir ja nichts tun hier. Der Ende ist noch nicht so weit. Ja. Wenn wir hier im Hopen aufräumen, ne?
Den müssen waschen, hinten einklappen. Wäre auch sinnvoll. So. Vorne ist eingeklappt. Da werden wir mal hochheben. Ne? Und hinten werden wir auch hochheben und einklappen. Waschen, reparieren und mal tanken brauchen wir nicht unbedingt. Die Ballenpresse müsste noch repariert werden. So. Ja, die wollen ja auch nicht bald Heu machen, ne? Das heißt, sobald das Gras Stufe 3 gewachsen ist, das heißt, das kommt natürlich garantiert zum Zeitpunkt, wo wir auch ernten müssen, und verkaufen nicht. Achso, genau, reparieren. Auch nicht. Da geht keine Pflegeprüfung. Ja, ich wollte doch reparieren normalerweise. So. Klar wollte ich reparieren. Was soll die Frage? So, die können wir waschen, ne? Höchste Eisenbahn hier. Schon eingetrocknet hier. So, wieder schön gelb. Oh, sauber. Dann brauchen wir bald Richtung der Felder. Also 12 müsste dann bald gemacht werden. Und fahren wir Richtung 12, ne? Machen wir zuerst. Sobald das der Tag darauf das Gras hier gewachsen ist auf Stufe 2, dann können wir das sofort beginnen mit Gras mähen und dann zu Heu werden lassen. Ne? So könnten wir auch rein theoretisch dann einsammeln und ein Lager bringen. Also rein theoretisch. Oder wir ein Heulager bauen mit Ballen. Ne? Das geht auch. Dann wird es ein bisschen leichter. In Anführungszeichen. Entschuldigung, ich kratze im Hals. Das ist keine Corona. Das wird noch lustig werden. Ich ahne Böses im Herbst. Und so wie jedes Jahr die Grippefälle ansteigen, wird auch die Corona ansteigen im Herbst. Das ist ja logisch. Das ist so halt ein Virus. Ne? Und ich ahne Schlimmes, dass die dann garantiert und sagen, oh, ganz schlimm, die müssen wieder alles dicht machen. Und das befürchte ich, dass das kommt. Reparieren wir den auch noch? Ja, ne, war 7%, können wir es tun. Man muss ja hier ein paar Wiesen gemacht werden, ne? Oh, ja, genau da, wo lang war. Ein paar Wiesen wollen wir auf jeden Fall noch machen. Wir könnten auch noch den Glas auch noch im Feld fahren, ne? Aber zur gleichen Zeit. An dem brauchen wir nicht waschen, der ist sauber. Da reparieren wir mit den, ja. So. Klar.
da. Klar. Und zurück. Auch zu 12. Wenn wir Verband entsprechend mähen und dann. Jo. Entweder kaufen wir einen Sammelwagen, noch einen zweiten dazu und dann noch einen zwei fahren oder. Oder. Jo. Mal schauen. Oder Ballen pressen und dann entsprechend nachher die Ballen. Ob wir noch bauen müssen, dann ein Heulager einbauen. Einlagern. Können ja ein Heulager machen für Heu. Theoretisch auch für Stroh. Aber Stroh würde ich gern lose reinfahren. Beziehungsweise werden das auch Heu auch reinfahren lose. Passt ja was rein ins Lager. So. 58 ist fertig. Das ist. Und gleich gucken, nächstes Feld nehmen. Vielleicht hat nächstes Feld. Wie gesagt, mähen tun wir das morgen. Das tun wir uns jetzt nicht an. Das Gras kann noch ein bisschen wachsen. Also soll ja bei. Obwohl das Feldinfomod das nicht hergibt. Und steht mit drauf: Erntereif. 1,5 Millionen Liter Grasmenge und ja. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das stimmt. Aber 58 ist da, dann musst du 63 fahren, ne? 63 weg. Ach, da ist 63. Dann fährst du zu 63 und dann machen wir dasselbe. 52 auch, oh, man, da geht auf Schlag auf Schlag. X fahren wir immer zur Straße und dann geht es rechts durch. Na, Karte anmachen. Wir können gleich Dünger holen, ne? Ja, Karte 9. Aber wir können gleich Dünger holen, das sieht da nicht rum. Ach, da ist ein Zaun. Wollte schon abkürzen. Wenn wir die Einfahrt nehmen. Klappt euch abgekippt und gleich aufmachen Deckel. Und wo geht da einer auf, ne? Man nicht auf dem Feld fahren, ne? Das macht man nicht, ne? Wir haben halt da parallel fahren müssen. So. So. Das ist hier doch nicht lustig hier. Muss aufgefüllt werden. Wo ist denn der überhaupt? Das ist auch Feld Nummer 52. Die ist fertig. 9. Das ist da. 52, okay, brauche nicht mehr. Hier. Da ist ja auch fertig. Und daher machen wir gleich fertig. Abschließen. Damit die Liste ein bisschen kleiner wird hier. So, die 63 machen wir jetzt. Das machen wir weg. Die Auto irritiert. Da können wir nicht sehen, was los ist. Nicht schon wieder die Folge zu was zu Ende. Mann, die Zeit vergeht wie Sau. Ah, das nehmen wir noch mit hier, der Dünger hier. Nächstes fertig.
auch so eine freie Fläche, wo Produktion hin soll. Aber aktuell weiß ich nicht was. Ich bin froh, wenn ich die Bäckerei noch schaffe. Zuckerfabrik habe ich als nächstes vor. Wenn ich Zucker habe. Also Zuckerrüben. Und dann werden wir auch sehen, dass wir dann entsprechend dann uns die Fabrik gönnen werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt aktuell immer wichtig, dass die Brauerei vorläuft. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Brauhopfen. Und der ist ja gerade mal gewachsen. Also so, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen, auch fürs Abonnieren und fürs Liken. Nochmal schönen Dank. Wer es macht, immer gern gesehen, ne? Ist keine Pflicht. Sieht nur schön aus. Tschüss.